Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch eine emotionale Botschaft von Aida Perla. Rainer Meutsch hat das Bundesverdienstkreuz bekommen und von der ersten Aida Blue Reise habe ich noch ein ganz tolles Video für euch. Und jetzt viel Spaß. Das meiste von dem, was ihr an Bord von uns erlebt, ist ja sauber geplant. Aber manchmal machen die Kollegen auch einfach was alleine. Und manchmal ist es so fantastisch, dass man vor Rührung feuchte Augen kriegt. Mein Zuhause zeigt mir die Welt. Hat ein Reling und Wellen vor dem Bug. Nimmt mich mit aus heimischen Gefilden auf eine Reise in den buntesten Bildern. Von den verträumten kleinen Städten bis hin zu den verwunschenen Stränden. Meer und Salz auf der Haut war für uns alle so lange unser Zuhause. Zeit an Bord war immer nur mehr als Urlaub, war mehr als eine Fahrt, war immer nur mehr als Arbeit. Es waren Momente, die verzaubern, die einem die Sinne stärken und einem den Atem rauben. Zu all diesen Momenten durften wir unsere Gäste immer wieder entführen. Mehr als 20 Jahre lang, bis zu diesem Frühjahr. Am 18. März um 16.42 Uhr mussten wir den letzten Gast hier an Bord verabschieden. Und seitdem warten wir hier mit Ungewissheit, Wehmut und der Seele unserer Schiffe, der Besatzung. Seitdem warten 26.500 Mitarbeiter auf den Neustart von AIDA. Und damit nicht nur auf den Neubeginn eines Unternehmens, einer Tour oder eines Jobs. Wir warten auf den Neustart von AIDA, unserem Zuhause auf See. Denn Crew sein heißt Familie sein. Und Familie sein heißt zusammenhalten. Und das auch in der stürmischsten See. AIDA ist und wird das immer sein. Die Ersatzfamilie, der Geschmack und mehr und das Lächeln unserer Gäste. Rücken Sie mit uns zusammen und seien Sie dabei, die AIDA-Erfolgsgeschichte mit uns weiter zu schreiben. Egal wann das sein wird, wir werden hier alle stehen und auf Sie warten. Versprochen. Vielen Dank, ihr Lieben. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was uns mindestens genauso am Herzen liegt, nämlich die Rainer-Meutsch-Stiftung. Mit Cruise and Help unterstützen wir die ja. Wir bauen in der ganzen Welt Schulen, weil Bildung wirklich das Wichtigste ist in der heutigen Zeit. Und er, Rainer Meutsch, hat jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen. Everybody needs a friend, someone who can help you. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mich mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Er würdigte damit unsere Stiftungsarbeit von Fly and Help. Es macht einen stolz, das ehrt einen, aber das ist gleichzeitig auch eine Verpflichtung für die Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass es Kindern in Entwicklungsländern besser geht durch Bildung, dass sie ein selbstbestimmtes Leben leben können und nicht irgendwelchen Despoten in die Hände fallen, dass sie glücklich sind in ihrem Land, dass sie dort eine Zukunftsperspektive erhalten. Aber diese Auszeichnung basiert auch auf viele Helfer, die hinter mir stehen. Zum Beispiel auch die AIDA Cruise and Help. Seit vielen Jahren unterstützt ihr unsere Stiftungsarbeiten. Wir haben schon so viele Schulen für Tausende von Kindern aufbauen können und dürfen. Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass es den Kindern in der Welt so gut geht wie uns. Ich bin sehr glücklich, euch an meiner Seite zu wissen.
Und jetzt nehme ich euch mit, Seetag auf der Blue, auf der letzten Reise, die wir gemacht haben. Viel Spaß! Logbuch, 5. Eintrag, Seetag. Wir sind nun auf dem Weg nach La Spezia. Aktuell sind wir im Tyrrhenischen Meer. Als ich meine Runde über das Schiff gedreht habe, habe ich gesehen, dass unsere Gäste diesen Seetag sehr genossen haben. Einige haben sich von unserem vielfältigen Angebot begeistern lassen und waren sehr aktiv. Andere lagen einfach nur auf dem Deck und haben die Ruhe genossen, die frische Seeluft eingeatmet oder verträumt auf das Meer hinausgesehen. You're my special place. You're where I feel safe. You and nothing else. Ich bin mir sicher, unsere Gäste genießen diesen Seetag. Das Meer, die Seeluft, das Gefühl von endloser Freiheit. Genau wie ich. Ich werde noch eine Abendrunde auf dem Schiff drehen. Im Theatrium läuft Wer wird Millionär? Diese kniffligen Fragen fordern sogar einen Schlaufuchs wie mich. Passend zu Italien feiern wir heute Abend die Premiere unserer Show Bella Italia mit unseren Artisten Sascha und Lisa. Unsere Artisten sind einfach so unglaublich. Die Kulisse ist atemberaubend. Die beiden wissen einfach, wie man unsere Gäste verzaubert. Wow, wenn Sascha in diesen schwindelerregenden Höhen ist, sieht es so aus, als könnte er fliegen. Beim Dart hat sich schon eine kleine Gruppe gebildet. Die spielen mittlerweile jeden Tag zusammen. Aber mein Lieblingsplatz ist die Ocean Bar. Die Jungs sind einfach immer gut gelaunt. Das Schiff am Abend zu genießen, ist einfach magisch. So schön, wenn wir das alle wieder zusammen erleben können, bald hoffentlich. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche, aber davor wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und bleibt gesund! When you're already late, and no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like a rain. Life is a funny way.
funny face.